Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Nein, doch nicht. Aber erkennt ihr es? Jawohl, es ist das gute alte Tränenfieber. Jetzt, wie kommt's zu dem? Ganz einfach. Einerseits wurde sehr oft gefragt, ob ich nicht mal irgendwann nochmal diese alte Map anwerfen kann. Und ich dachte mir immer, doch, das könnte ich mal versuchen. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Zudem 15.000 Abos. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank dafür. Und da dachte ich, das könnte man doch, ja, vielleicht nicht gerade als Special, aber wenigstens mal, ja, einfach so machen, damit wir uns diese Anlage mal wieder ansehen können. So, es hat geschlagene 12 Minuten gedauert, diesen Spielstand zu starten. Ich bin aber froh, dass er überhaupt noch gestartet hat, denn, ja, man kennt Transportfieber, sage ich schon. Nein, Tränenfieber, man kennt Tränenfieber. Das war immer ein bisschen tricky, was das mit den Mods anging. Da ist auch schon mal das eine oder andere Spiel einfach kommentarlos abgeschmiert. Gut, wir sind jetzt im Pausenmodus und hier mit den Dingens an. Ich mach mal die Hards weg oder das Hard weg. Moment, das war hier. Jawohl, klappt sogar sehr schön. Und dann lassen wir das Ganze doch einfach mal laufen. Kann ich das mit einem... Moment, ich höre was. Doch, doch, das bewegt sich hier. Jawohl, da fahren sie. Gut, musst du erst gucken, welche Befehle für was sind. Das wusste ich jetzt beim besten Willen auch nicht mehr. Es ist, ja, ich glaube ein Jahr, ein bisschen länger her, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben hier. Jetzt schauen wir uns doch einfach mal die Map in Ruhe an. Wir haben hier ja auch noch einen Oberböser, das werden wir natürlich auch besuchen. So, was fällt auf im Vergleich zu Transportfieber? Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Tränenfieber nicht kennen würde, würde aber Transportfieber kennen, dann würde ich tatsächlich sagen... Das muss der Vorgänger sein von Transportfieber. Man sieht, es sieht irgendwo ähnlich aus. Es ist auch so ewig grün. Ist sogar noch grüner eigentlich als Transportfieber. Aber ja, es sieht trotzdem schon relativ nett aus. Vor allem, was die Modelle angeht. Man sieht hier diese Busse etc. Die sehen doch alle auch schon relativ cool aus. Und jetzt sind wir doch schon 5 Minuten da und haben noch keinen Zug gesehen. Da kommt einer. Wir gehen mal gucken. Wer bist du? Sieht aus wie ein ICE. Und ist ein ICE. Schaut mal. Und der sieht doch eigentlich auch schon wirklich sehr gut aus, dieser Zug. Die Performance ist jetzt auch nicht so unterirdisch, wie ich das in Erinnerung habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir natürlich jetzt einen neuen Rechner hier am Start haben. Als ich die letzten Transportfieber-Folgen aufgenommen habe, da hatten wir, glaube ich, tatsächlich noch die alte Möhre mit einer 660 Ti drin und einem i7, was war das, ein 3770, irgendwie sowas. Also auch nicht so schlecht, aber ja, hat dann doch nicht mehr gereicht für das Spiel. Wenn die Map entsprechend fortgeschritten war. Schön, mal wieder so ein ICE zu sehen. Macht mir gerade ein bisschen Spaß, muss ich zugeben. Das gibt jetzt keine reguläre Folge, wie gesagt. Ganz klar, wir kehren auch nicht zu diesem Spiel zurück. Aber einmal nochmal reingucken, das wollte ich mir jetzt doch nicht nehmen lassen. Kollege Ciruno, was machst du? Du guckst in die andere Richtung. Du guckst nach hier. Du musst warten, du darfst gar nicht losfahren. Aber eben, schaut doch mal dieses Modell an. Das ist doch einfach auch schon wirklich nur klasse. Definitiv. Gut. Ja, Brücken habe ich damals schon gerne gebaut, wie man sieht. Gut, ich würde sagen, lasst uns mal nach Oberböser düsen. Jetzt wäre es natürlich noch von Vorteil, wenn die Städte angeschrieben wären. Ich glaube, ich muss noch mal kurz das HUD aktivieren oder finden wir unser Oberböser vielleicht sogar ohne, dass dieses HUD aktiviert ist. Hier war es schon mal nicht, hier ist es auch nicht. Irgendwo hier oben müsste es doch sein. Na, gut versteckt haben wir es auf alle Fälle. Da ist es doch. Das ist definitiv Oberböser. Das erkenne ich sofort. Auch weil eben hier natürlich viele Brücken sind. Übrigens, falls ihr euch fragt, was das für Musik ist, das kann ich nicht beantworten, weil ich noch nicht weiß, was ich laufen lasse. Denn interessanterweise, die Musikdatei von Transportfieber, ja, die hat irgendwie nicht mitgestartet. Keine Ahnung, warum nicht. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal 12 Minuten laden, nur damit wir das Gedudel von Tränenfieber haben. Habe ich vorher jetzt wieder Transportfieber gesagt? Ist ja kein Wunder. Nee, die Musik von Tränenfieber, die läuft leider nicht. Oder lief nicht, aber immerhin haben wir die Geräusche von den Fahrzeugen. Das ist ja 10-mal wichtiger, weil ich kann natürlich irgendwas darunter legen an Musik und das werde ich dann auch tun. Hallöchen, jetzt wäre es eigentlich cool, hier mal mitzufahren. Aber ihr wisst, wir hatten hier keine Führerstandsmitfahrt. Deswegen habe ich immer gejammert und gesagt, liebe Entwickler, bitte macht eine Führerstandskamera sozusagen und das haben wir ja jetzt bei Transportfieber tatsächlich. Also das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie man den Zug begleitet bei diesem Spiel. Es ist aber trotzdem einfach, ja, ich muss sagen, irgendwie, es war halt seiner Zeit irgendwie voraus. Es ist einfach die erste virtuelle Modelleisenbahn, die es gab, nach meinem Empfinden. Und Transportfieber ist halt, ja, die doch mehr als nur gelungene Fortsetzung
von diesem, ja, irgendwie wegweisenden Spiel, zumindest für mich. So, jetzt aber mal gucken gehen. Also, Oberböser, wir kommen. Das war ja immer irgendwie so ein bisschen ein besonderes Städtchen und deswegen haben sich auch viele gewünscht, dass es eben Oberböser auch bei Transportfieber gibt. Und die, ja, haben wir ja jetzt wieder in der neuen Map drin. Wieder als Bergdörfchen. So, da kommen die Züge. TGW. Ja, es sieht einfach wirklich auch cool aus. Hier mit der Baustelle etc. Blinken tun die Bahnübergänge hier auch schon. Es ist nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ein kompletter Vorgänger, wo man einfach überall sieht, ja, das ist halt schlechter wie beim Nachfolger. Das nicht. Die Performance ist wahrscheinlich besser bei Transportfieber. Sogar sehr wahrscheinlich, weil der Entwickler da natürlich einfach auch viel dazugelernt hat. So, hier der TEE. Da gucken wir natürlich auch mal noch. Man könnte jetzt hier wahrscheinlich problemlos ein 50-Minuten-Video draus machen oder 5-6 Teile. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte wirklich die Anlage eigentlich überfliegen, damit wir wieder mal alles sehen. Ich werde aber nachher mal kurz das HUD nochmal anmachen. Einfach, weil ich wissen möchte, wie die einzelnen Städte aussehen. Das sieht man ja, aber wie sie halt heißen. Da kommen dann auch wieder Erinnerungen zurück. Ich drücke mal Alt-G, dann haben wir das hier. Ich kann ja hier oben, wo kann ich das denn abstellen? Irgendwo kann man doch hier auch abstellen, dass man alles sieht. Liste der Städte ein- oder ausblenden? Nein. Hauptmenü? Nein. Ich dachte, irgendwo kann man das machen. Jetzt haben wir halt HUD und Kollegen hier trotzdem. Also die ganzen Sachen hier. Man sieht, wie viele Leute hier warten. Es sieht einfach nicht ganz so cool aus. Wir können ja nochmal abstellen, weil im Moment wissen wir ja, wir sind in Oberböser. Ich muss mal nochmal schnell gucken hier mit den Zügen. Bevor wir dann weiter düsen. Ja, einfach schön. Ach, was habe ich das Spiel geliebt. Weil ich ein bisschen, als das rauskam, ich konnte es fast nicht glauben, dass endlich mal jemand so eine Art Spiel macht. Ich habe immer so ähnliche, aber sowas wie Transportfieber, beziehungsweise eben jetzt hier Trainfieber. Sorry, wenn ich immer durcheinander mache. Wir sind halt im Moment gerade bei Transportfieber. Und ich habe gerade heute noch Transportfieber aufgenommen. Deswegen rutscht mir das wahrscheinlich auch immer raus. Jetzt nicht wundern, wenn bei den nächsten 3-4 Folgen Transportfieber ich dann immer von Trainfieber rede. Dann wisst ihr auch warum, weil ich jetzt dieses kleine Spezialvideo noch aufgenommen habe. Sehr schön hier mit der Dampflokomotive. Okay, aber jetzt haben wir eigentlich Oberböser gesehen. War schön, hat mich gefreut, dass wir wieder mal da waren. Da oben haben wir doch auch noch irgendwie einen Bahnhof. Genau, ja, wusste ich doch. Ja, da führt die Strecke dann hier durch den Berg durch, genau irgendwo nach da hinten. Und hier unten haben wir, wenn ich mich nicht täusche, doch genau, einen relativ großen Güterbahnhof. Und da sieht man schon die Performance. Ist interessanterweise, wie soll ich sagen, wenn man dann hier so ist, dann ruckelt es nicht. Dann haben wir, ich kann ja oben mal gucken, 40 Frames. Kein Problem. Wenn ich aber rausgehe und da irgendwas geladen werden muss, dann hat man wieder das Geruckel, komischerweise. Also was heißt komischerweise? Eben, die Entwickler waren damals halt einfach noch nicht so weit, wie sie halt nun mal heute sind. Und deswegen ist das bei Transportfieber definitiv besser. Jetzt hat man es gerade relativ gut gesehen, wie das Ganze sich dann verzieht. So, schöner Güterzug. Sehr nett. Hier die SBB-Lokomotive, die muss warten auf irgendjemanden, der wahrscheinlich hier entgegenkommt. Da oben wartet nochmal jemand mit einer wunderbaren Rangierlok. Auch sehr nett. Gut, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht die Orientierung verliere. Wir gehen mal hier außen rum. Dann haben wir hier folgende Städtchen. Ich kann ja eigentlich, wenn ich auf den Bahnhof klicke, müsste doch auch stehen, wo sind denn Geldersheim? Das ist also Geldersheim. Genau, so jenseits vom Berg ein bisschen. Hier geht die Bergstrecke durch. Und hier sind auch IC und Co. am Start. Das weiß ich noch. Die sind auch irgendwo hier rausgekommen und dann hier reingedüst. Da ist noch einer unterwegs. Hier auch Ikea, wie wir es kennen vom Transportfieber-Spiel her. Und nochmal eins weiter. Hier hinten haben wir nochmal ein Städtchen. Genau, die haben hier hinten auch nochmal so ein Teil. Ein Amazon. Guck mal an. Auch dieses Schloss kennen wir von Transportfieber. Das nutzen wir jeweils in Wien. Wir sind hier in Altkunststadt. Wir haben, glaube ich... Oh, aber ordentlich Stau hier. Das weiß ich auch noch. Genau, da haben wir doch hier hinten basteln müssen. Genau, das ist ja die Autobahn. Das hat irgendwie nicht ganz geklappt, dass wir den Stau hier in den Griff bekommen haben. Ich dachte, das hätten wir mal noch gelöst. Eben, dieses Schloss hier, das haben wir ja bei Transportfieber immer verwendet. Eben für Wien. So, nochmal ein ICE hier. Auch sehr schön. Der wartet aber ebenfalls so, wie es aussieht. Und in meinem Büro drin sind wieder 50 Grad. Ich schwitze schon wieder wie ein Elch. Es ist ein Kreuz. Aber ja, die Freude, dass ich jetzt Transport... Oh Gott. Nein, wie heißt das Spiel genau? Ägypten. Nein, Hansi. Nein,
Tränenfieber ist das, Herr Heisenberg. Ja, die Freude, dass ich dieses Spiel jetzt hier wieder mal sehe, die überwiegt. Also da nehme ich auch mal in Kauf, dass ich nachher nochmal duschen muss. Ja, dieser Zug hier, genau. Da habe ich, ja, als wir den auf die Anlage gesetzt haben, habe ich immer gesagt, der erinnert mich an meine Jugend, weil sowas Ähnliches fährt hier heute tatsächlich noch rum. Ich glaube nicht, dass es ein identisches Teil ist, aber ich glaube, ja, ich glaube nicht nur, ich weiß, dass das Teil relativ ähnlich aussieht. Hier wieder was eher Modernes. Auch cool. Macht einfach immer noch Spaß. Hier die Brücke, das Hamburger Viadukt müsste das sein. Hatten wir, wie gesagt, bei Tränenfieber auch schon. Wir hatten viele von diesen Mods, die hier rumstehen. Beziehungsweise wir haben viele Mods, die hier schon rumstehen, bei Transportfieber eben auch. Da sieht man, wo die herkommen. Wo sind wir denn hier? Das würde ich noch gerne wissen. In Niederfino. Okay, wir düsen mal außen rum. So, dann haben wir hier das nächste Städtchen. Ich gucke gleich mal zu Beginn, was das ist. Das ist Töppen. Sehr gut. War hier nicht irgendwie vielleicht sogar noch irgendwo eine Skipiste? Hatten wir doch auch mal noch. Sieht man jetzt natürlich nicht, weil alles grün ist. Irgendwo mit der Schneemod haben wir da mal was gemacht, dass wir sowas Ähnliches hatten. Eine Skipiste. Na, ist doch einfach auch eine Pracht. In Doppeltraktion. Mir fällt auf, dass hier wesentlich mehr Züge stehen, als wir es uns gewohnt sind von Transportfieber. Das ist, weil ich hier, glaube ich, auch ohne Kosten gespielt habe. Ist das richtig? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber wir haben da halt auch komplett übertrieben, was die Anzahl Züge angeht. Hier der Gotthard-Express mit dem schönen SBB-Wagen. Da oben ist noch ein Güterzug unterwegs. Ach, und das ist eine kombinierte Variante. Schaut mal hier, mit dem Güterwagen hinten dran. Natürlich auch sehr cool. Die Autobahn. Hier geht's rauf. Ach, da kommt er eh runter. Okay, auch ein schönes Bild. Sind wir hier? Ich glaube, hier sind wir jetzt durch. Waren wir hier in dem Städtchen schon? Nicht, dass ich die Hälfte vergesse. Üedem. Okay, das habe ich, glaube ich, damals schon falsch ausgesprochen. Üedem oder wie sagt man dem? Ist ja egal. Oh, hier fahren aber Züge. Das ist ja sehr schön. Ah, das ist genau das Bild, was ich natürlich sehen möchte. Das kennen wir ja von Transportfieber her auch. Wenn man halt Schönbau macht, kann man natürlich auch entsprechend viele Züge installieren. Güterzüge, Personenzüge. Wunderbar. Aber jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich irgendwie die Hälfte der Städte vergesse. Hier waren wir. Jawohl. Dann wollten wir noch nach hier hinten. Und sonst, wenn wir halt eine Stadt nicht sehen, das ist ja nicht so ein Drama. Hier der Lütticher Bahnhof. Auch den gab es eben schon. Hier mit dem, das müsste doch der Metronom sein, wenn es nicht gerade lägen würde. Oh, aber bitte nur lägen. Jawohl. Kein Absturz, das ist wunderbar. Ja, auch sehr nett. Ich weiß schon, warum ich das Spiel so geliebt habe. Jetzt wurde es halt ein bisschen abgelöst. Ja, ein bisschen ist gut. Von Transportfieber. Ich habe aber schon zu Tränenfieber-Zeiten gesagt, das einzige Spiel, das bei mir zumindest noch einen höheren Stellenwert bekommen könnte, das ist definitiv der Nachfolger von dem Spiel, wenn der vernünftig gemacht wird. Und ja, da muss ich nochmal sagen, mehr als vernünftig. Also Transportfieber. Ja, muss ich glaube ich nicht sagen, das ist für mich schon das Spiel der Spiele, definitiv. Wenn man halt Züge mag, speziell in meinem Fall jetzt eben Modelleisenbahn, dann ist das ja auch ganz klar. Guckt euch das mal an, das ist halt einfach Modelleisenbahn, das ist überhaupt nichts anderes. Nett. So, haben wir noch was? Wir gucken mal noch ein bisschen weiter überfliegend, würde ich sagen, sonst wird das Video dann doch zu lang. Weil ich sollte auch noch andere Sachen aufnehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich trenne mich jetzt ungern hier gerade wieder davon. Hier hinten haben wir noch einen Ringlokschuppen. Ich suche ein bisschen nach dieser Skipiste. War die nicht hier? Irgendwo war doch die. Ich glaube, die war sogar hier. Und jetzt hat die Stadt hier, glaube ich, sogar wieder mit der KI frech ein paar Straßen hingesetzt. Na, das ist ja auch nicht schlecht. So, wir gehen mal runter. Beziehungsweise, ich möchte eigentlich wissen, wo wir sind. In Willingendorf. Ja, das ist schon die Städte, die sagen mir alle noch was. Ich wüsste jetzt natürlich nicht mehr, welche wo war, welche wie viele Einwohner hat. Ich wüsste auch nicht exakt, welche Züge wo fahren. Aber die Städtenamen, die kenne ich natürlich tatsächlich doch noch. Genau, hier geht's doch zum Kohledingens. Ja, hier hinten. Das hier ist... Doch, jetzt wollte ich gerade sagen, das ist gar kein Tunnel. Doch, es ist ein Tunnel. Ich dachte, wir hätten hier so ein Fake-Tal gemacht, damit wir hier den Kohle... das Kohlekraftwerk oder die Kohledingens halt anlaufen können. Von hier vorne. Aber da geht tatsächlich noch was in den Berg rein. Okay. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, ist halt schon ein Weilchen her. Ah, jetzt aber hier nochmal schnell gucken.
Da kommt noch eine Dampflok daher, so wie es klingt. Na? Ja, da kommt sie auch schon. Hui. Schön in Doppeltraktion und schön mit den alten SBB-Wagen. Cool. Und das hier ist der moderne Hauptbahnhof. Auch den gab es halt bei Tränenfieber. Auch schon. So, wir düsen mal nochmal eins weiter. Hier hinten. Ne, hier war die Skipiste. Ich sehe sie schon. Genau, guck mal hier. Jetzt habe ich sie wieder gefunden. Hier mit der Bergstation im Prinzip. Sieht natürlich jetzt im Frühling oder Sommer oder was wir hier haben, ein bisschen komisch aus. Aber das sah bei Schnee gar nicht so schlecht aus. Zumal die Straße noch nicht hier war. Da hat die Stadt eben tatsächlich wieder eine Straße reingebaut. Mit großem Parkplatz natürlich. Weil wenn man schon eine Skipiste hat, da kommen ja dann auch die Touristen. Und die wollen ja auch entsprechend irgendwo ihr Auto hinstellen. So, einmal drehen. Ah, die dampfen. Herrlich. Da hinten die St. Galler Stadtbusse sehe ich auch gerade. Sehr nett. Ja, auch ein cooles Städtchen. Definitiv mit den Reisebussen hier noch. Okay, jetzt gehen wir mal hier hin. Ah, habe ich geguckt, was das für ein Städtchen ist. Nein, Ehrenfriedersdorf, genau, ja. Sagt mir natürlich auch noch was. Und das Städtchen hier, das scheint was Kleineres gewesen zu sein. Wriedel, echt jetzt? Aha, okay, das hätte mir jetzt gar nichts mehr gesagt, Wriedel. Auch ein sehr schöner Zug hier. Oh, mit Panoramawagen. Sehr cool. Und hier hinten, wer fährt hier gerade raus? Einmal drehen. Was Rotes? Ja, auch sehr schön. Eine DB-Lok mit passenden Wagen. Cool. Fährt hier nach, keine Ahnung, Irmundstal nach da hinten. Und hier haben wir, irgendwo haben wir doch noch eine ICE-Teststrecke. War das nicht auch auf der Map? Oh, auch sehr schön. Oh, das ist genau diese Killer-Farbe, die mir so gut gefällt. Da hinten noch das Atomkraftwerk. Genau, das haben wir auch installiert. Hier mit dieser Rangierlok, die hier lang düst und irgendwelche, ja, würde man sagen, wahrscheinlich eher ungesunden Sachen rumfährt. Da verlässt gerade der ICE den Bahnhof. Da ist der Ciruno und hier ist nochmal dieser, ja, einfach von der Lackierung her absolute Killerzug. Ich finde den genial. Den fand ich damals tatsächlich schon absolut gelungen. So, der Ciruno muss offensichtlich noch warten. Wir sind hier in Kölsa. Ja, ja, Kölsa sagt mir definitiv noch was. Der Ciruno düst los. Oh, auch mit sehr schönem Sound. Und oben links sehen wir noch den ganzen Güterverkehr, der da abgewickelt wird. Ah, er muss nochmal halten. Okay, aber da kommt ein langer, langer Zug mit Kesselwagen. Ich frage mich eh gerade, ob wir nicht hier auch diesen 1,1 Kilometer langen Güterzug hatten. Hatten wir den nicht bei Tränenfieber tatsächlich auch schon? Wenn man das jetzt noch wüsste, eben ist er da schon ein bisschen her. Ja, und seit ich die letzte Folge von dem Spiel hier aufgenommen habe, haben wir natürlich, ja, geschätzt 500, 600 Folgen Transportfieber aufgenommen. Da muss man ein bisschen Nachsicht haben, wenn ich jetzt nicht mehr jeden Streckenverlauf ganz genau kenne. So, haben wir noch was? Wenn wir nach hier hinten düsen. Wir haben hier noch folgendes. Alt-Künkendorf. Okay, auch mit Güterbahnhof hier oben. Sonst ist hier aber nicht gerade viel los. Zumindest im Moment nicht. Genau, dann geht's hier lang. Hier unten. Das müsste die Teststrecke sein. Wenn man hier mal klickt. Jawohl, ICE Long Test Strecke. Sehr cool. Fett in Doppeltraktion der ICE. Und dadurch hat er natürlich eine entsprechende Länge. Hier dieser Güterbahnhof. Und hier hinten haben wir folgendes Städtchen. Das ist Schwendi. Cool. Heidi Town. So. Ja, mit diesem coolen Bahnhof, genau. Wo es hier so um die Kurve rumgeht und hier auf die Brücken rauf. Ich glaube, da habe ich mich zum ersten Mal getraut, von dem Bahnhof direkt auf eine Brücke zu gehen. Und beim ICE, behaupte ich jetzt mal, passt das natürlich perfekt. Das hat halt gleich was sehr Modernes. Gut, Schwendi haben wir auch gesehen. Dann haben wir hier noch was. Nämlich Lied. Okay. Ja, da kommt man da um die Kurve rum. Und hier hinten ist eh gerade nochmal ein ICE. Da möchte ich nochmal schnell gucken gehen. Weil ich muss sagen, so wirklich von den Fahrzeugen her nimmt sich das nicht viel. Klar, die Transportführerfahrzeuge, die sind wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter. Weil man einfach auch mehr machen konnte mit der Grafik. Aber ja, der wirkt doch auch relativ sehr, sehr nett, finde ich. Gut, wo waren wir hier? Habe ich schon geguckt. Ich schaue nochmal. Ja, Lied war das, genau.
Da verlässt gerade ein Zug den Bahnhof. Da drehen wir uns mal nochmal, damit wir den auch mal noch in Ruhe sehen. Ja, mit den Spiegelungen etc. Also das war schon alles schon nicht ohne, muss man schon sagen. Das Spiel ist 4 Jahre alt. Was man sicherlich noch optimieren könnte, wenn man das Spiel jetzt tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, nochmal spielen würde, was dann nicht schlecht wäre, wenn die Ladezeit vielleicht ein bisschen zurückgeht. Also 12 Minuten für den Spielstand ist dann doch ein bisschen grausam, zumal das Ganze bei mir hier auf einer SSD läuft. Aber ja, es ist halt ja doch alt, auch wenn es nur 4 Jahre alt ist. Aber 4 Jahre sind natürlich bei den Videospielwelten. Das ist auch ganz klar. Alleine was da an neuen Grafikkarten etc. rauskam in der Zwischenzeit, das ist natürlich schon extrem. So, da hinten waren wir, glaube ich, und hier waren wir auch. Das ist hier, was mit dem Brücken rausgeht. Und hier hinten müsste dann wieder Oberböser sein. Ne, hier noch nicht, sondern hier ist Ettenhausen an der Nesse. Das hier oben, das ist aber die Strecke, die nach Oberböser führt. Auch sehr schöner Bahnhof, auch wieder mit einem langen ICE. Ist der auch in Doppeltraktion oder ist das Teil tatsächlich so lang? Nee, das ist tatsächlich so lang. Wo fährst du hin? IC-Linie 2, okay, nach Angelhof. Ja, und der Sound ist halt einfach auch schon cool hier. Geh gleich mal fett ins Tunnel rein. Dann hier hinten. Ja, das ist genau der letzte Bahnhof vor Oberböser. Das sieht man hier hinten. Genau da ist Oberböser. Das Städtchen da unten haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Farnstedt, ja, genau, kenne ich auch noch. Hier mit ja, dieser Dampflokomotive und hier den Schienenbussen, die fahren doch irgendwie hier unten rum und dann da lang. Ja, so ungefähr weiß man es jeweils noch. Gut, was haben wir hier noch? Es leckt. Mal runterkurbeln. Ah, den Schweriner Bahnhof. Den haben wir schon mal. Und wir sind in Pasca, genau. Pasca kenne ich natürlich auch noch. Ja, hier mit den Fake-Zügen, die nämlich hier nur stehen. Der hier zum Beispiel, der Rangierzug. Und der hier, der steht, glaube ich, auch. Jawohl, angehalten. Der hier müsste fahren. Ne, den haben wir auch angehalten. Okay, einfach damit das Ganze hier ein bisschen mehr nach befahrenem, belebtem Bahnhof aussieht. Oh, da kommt der Alex. Ja, auch den gab es schon bei Tränenfieber. Und ich muss nochmal sagen, der sieht jetzt nicht markant schlechter aus eigentlich wie die Version von Transportfieber. Also da haben die Modder schon hier ganze Arbeit geleistet. Da kommt Kollege Big Boy. Ja, auch einfach nur schön. Union Pacific mit den alten Wagen. Cool. Wenn wir jetzt hier lang düsen, ja, dann sind wir da unten wieder bei diesem großen Güterbahnhof. Oder ist das ein anderer? Ne, das müsste der gleiche sein. Da oben ist ja Oberböser. Okay, was wir jetzt aber hier noch gar nicht geguckt haben, ist nämlich hier oben. Da haben wir nämlich auch eine relativ lange Zeit dran rumgebastelt. Hier mit den Zügen, die hier noch lang düsen. Und hier geht es ja rauf und hier oben ist noch eine Baustelle. Genau, haben wir auch eingerichtet. Hier sogar mit Verkehr, der sich bewegt. Und hier mit den Krokodilen, die sind auch unterwegs. Die müssen allerdings warten, weil das eine relativ viel befahrene Strecke ist. Da kommen die anderen Krokodile entgegen. Jetzt haben wir hier natürlich das gleiche Problem wie bei Transportfieber. Ich kann die Kamera nicht hinlegen, wenn wir auf einer Brücke sind. Das heißt, wir müssen uns ja, plus minus mit dieser Perspektive begnügen. Das sieht aber gar nicht schlecht aus. Krokodile sind halt schon was Feines. Gut, liebe Freunde, ich hoffe, ja, diese kleine Rückkehr, die hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dann würde ich sagen, ja, wir genießen unsere Zeit, die wir jetzt haben, mit dem Nachfolger, mit Transportfieber. Ich denke, wir wissen alle, was wir an diesem Spiel haben. Alleine wenn man daran denkt, wie man da mit den Gleisen rumbauen kann, was man hier eben alles nicht konnte. Aber trotz alledem, Tränenfieber war ein schönes Spiel. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich in ein anderes Video. Macht's gut, bis dann. Tschüss.